In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, nicht nur auf unsere Gesundheit zu achten, sondern auch auf unsere Finanzen. Gerade im Bereich der Zahnpflege kann Ihnen die Kosten schnell in die Höhe steigen. Deshalb entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, ein Viertel eher ihre zahnärztliche Behandlung im Ausland durch ein Viertel rennen zu lassen, um Geld zu sparen. Doch wo lohnt es sich tatsächlich, Geld zu sparen? In der Thai-Viertlerkei oder in Europa? Die Thai-Viertlerkei hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ziel Ein-Viertel-Air-Zahntourismus entwickelt. Die niedrigeren Kosten Ein-Viertel-Air-Zahnärztliche Behandlungen locken viele Menschen in das Land. Doch wie verhält sich die Qualität der Behandlung im Vergleich zu Europa? Ist es wirklich sinnvoll, Geld zu sparen, wenn es um die Gesundheit unserer Zahnärzte geht? In der Thai-Viertlerkei sind die Kosten Ein-Viertel-Air-Zahnbehandlungen im Allgemeinen deutlich gar ein Viertel günstiger als in Europa. Dies liegt vor allem an den niedrigeren Lohnkosten und Lebenshaltungskosten in dem Land. So kann im Patienten bis zu 70% gegen ein Viertel BER den Preisen in Europa sparen. Doch bedeutet das auch, dass die Qualität der Behandlung schlechter ist? Die Thai-Viertlerkei hat in den letzten Jahren viel in die Entwicklung ihrer medizinischen Infrastruktur investiert. Viele Zahnkliniken und Zahnärzte in der Thai-Viertlerkei werfen ein Viertel GNA, ein Viertel BER moderne Ausstattung und Technologien. Zudem sind viele Zahnärzte in der Thai-Viertlerkei auch auf internationalem Niveau ausgebildet. So ist es durchaus möglich, in der Thai-Viertlerkei eine hochwertige zahnärztliche Behandlung zu erhalten. Doch natter einviertlerlich gibt es auch schwarze Schafe unter den Zahnärzten in der Thai-Viertlerkei. Deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld aus einviertlerlich Ein-Viertel-BER die Klinik und den Zahnarzt zu informieren. In Europa sind die Preise Ein-Viertel-Air zahnärztliche Behandlungen im Allgemeinen höher als in der Thai-Viertlerkei. Doch dafür Ein-Viertel-Air kann den Patienten auch auf eine hohe Qualität und Standards vertrauen. Die Ausbildung der Zahnärzte in Europa ist in der Regel sehr hochwertig und die Kliniken sind strengen Vorschriften unterworfen. Dies bedeutet, dass Patienten in Europa eine gewisse Sicherheit und Qualität erwarten können, wenn es um ihre Zahnpflege geht. Es ist also eine Abwägung zwischen Kosten und Qualität, wenn es um die Entscheidung zwischen Zahnpflege in der Thai-Viertlerkei oder in Europa geht. In der Thai-Viertlerkei kann ein Patienten viel Geld sparen, mein Viertel SN aber auch ein gewisses Risiko eingehen, was die Qualität der Behandlung betrifft. In Europa hingegen kann ein Patienten auf eine hohe Qualität vertrauen, mein Viertel SN aber bereit sein, dafür ein Viertel eher mehr Geld auszugeben. Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen Zahnpflege in der Thai-Viertlerkei oder Europa von den individuellen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten ab. Es kann sich lohnen, Geld zu sparen, indem man sich Ein-Viertel eher eine Behandlung in der Thai-Viertlerkei entscheidet, wenn man sich vorab ausreichend informiert und die richtige Klinik und den richtigen Zahnarzt wählt. In Europa hingegen kann man auf eine hohe Qualität vertrauen, muss aber mit höheren Kosten rechnen. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Ein-Viertel endlich Ein-Viertel BER die verschiedenen Optionen zu informieren und abzuwägen, was einem persönlich am wichtigsten ist, Kosten oder Qualität. Letztendlich geht es darum, die richtige Entscheidung Ein-Viertel eher die eigene Zahngesundheit zu treffen.